Aufnahme. Da steht auch hinten unten nochmal als Hinweis, dass wir das also mitschneiden. Auch die Diskussion hinten raus. Wer das nicht mag, aus welchem Grund, mag dann den Raum jetzt verlassen. Hier nochmal der Hinweis, dass Sie über die Seitenleiste diesen Chat anschalten können. Das ist das dritte Symbol außen links. Dieses gerasterte Symbol, das Sie gerade auch hier jetzt auf dem Bild sehen. Sie können dann im Chat einfach Fragen eintippen. Sie können die auch als Frage kennzeichnen. Dann kann man sie hinter ein bisschen raussuchen. Also wer während der laufenden Präsentation Fragen hat, die er schon mal zwischenschreiben möchte, tue das einfach. Dann sehen wir das nachher und können das ein bisschen abarbeiten. Vielen Dank für die Begrüßung, für die nette Begrüßung durch Andreas Ford. Eben noch der kleine Werbeblock, den wir inzwischen immer einschalten. Hinweis auf die diesjährige DENUG-Konferenz, bei dem Sie viele Neuigkeiten, die jetzt auf der Connect vorgestellt werden, nochmal diskutieren können. Das Ganze wird in Berlin Ende Mai, Anfang Juni stattfinden. So, ich wechsle einmal in die eigentliche Präsentation. Ich hoffe, dass der Ton gut ist. Wenn mir jetzt vielleicht gerade jemand im Chat mal kurz sagt, ja, er kann mich gut verstehen, dann sehe ich das. Und ansonsten gehe ich davon aus, dass Sie mich alle gut verstehen. Und okay, Ton ist super, dann passt das alles wunderschön. Verständnis ist gut, ich kann mich leider nicht einwählen im Web. Martin Lamp, guten Tag. Haben Sie es versucht? Wir haben diesen Gaststatus erst kurz vor 10 freigeschaltet. Ja, ich bin jetzt bei und wollte eigentlich mich als Mitglied anmelden und auch mit dem bekannten Kennwort. Und der nimmt immer Benutzernamen und Kennwort nicht. Dann nehmen Sie den Link, den Sie von der Agentbase bekommen haben, ja, und melden Sie sich als Gast einfach an. Okay. Ich hoffe, dass das dann funktioniert, weil wenn Sie einen Unternehmensaccount haben, müsste es auch funktionieren, weil der ist von der Wertigkeit her höher. Okay. Ansonsten hören Sie sich den Originalton an. Sie bekommen die Aufzeichnung hinterher nochmal. Dann können wir das vielleicht dann über diesen Weg auch nochmal lösen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt einfach. Also als Gast scheint es zu funktionieren. Okay. Dann ist alles gut. Dann haben Sie jetzt einen Willkommensbildschirm, der IBM Word, Notes und Domino Update Q1 lautet. Und wir sehen so ein bisschen was von Word. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Die meisten Dinge, die ich erzähle, sind bereits verfügbar. Sollte es Produkte oder Erklärungen von mir geben, die sich auf Produkte beziehen, die noch nicht verfügbar sind, kann es sein, dass die IBM da noch Änderungen vornimmt beim Design und bei technischen Features. Das als allgemeiner Hinweis. Ja, wir haben eine lange Geschichte mit Notes und Domino hinter uns. Und wir haben auch nicht vor, diese Kontinuität abzubrechen. Dass das hinten raus jetzt 16, 17 anders eingefärbt ist, soll so ein bisschen symbolisieren, dass wir dort eben angefangen haben, Word einzuführen als die nächste zusätzliche Client-Variante, von der wir aber erwarten, dass sie in Zukunft halt wesentlich stärker genutzt wird, weil wir ganz allgemein eine Tendenz sehen, dass sich Unternehmen versuchen, von den Fat-Clients wegzubewegen. Das heißt nicht nur vom Notes-Client, sondern entsprechend auch vom Outlook-Client oder eben von großen Systemen, die man für andere Bereiche hat. Und auch die Anbieterseite versucht immer mehr Funktionalitäten in den Browser hineinzubekommen, weil das Delivery- und Deployment-Modell halt sowohl für den Kunden als auch für die Hersteller gewisse Vorteile birgt. Dementsprechend ist es ein Industrietrend, dass eben die Anwendungen in den Browser auf der Frontend-Seite und nach Möglichkeit in Cloud-Rechenzentren auf der Backend-Seite wandern. Aber dieser Trend, gerade im Backend, wird halt nicht von allen Firmen mit Begeisterung aufgenommen oder es gibt spezifische Gründe, warum das nicht der Fall ist. Dementsprechend gibt es immer noch für die Datenhaltung und die Backend-Systeme halt auch einen Trend, im Backend weiter on-premise zu sein. Für die IBM und für unseren Bereich bedeutet das, dass wir von dem Development-Modell die Cloud als erstes bedienen. Das heißt, wir entwickeln unseren Code immer für unsere
Data Center, die halt Produktions-Data Center für unsere Cloud-Kunden sind, versuchen aber dann, und das tun wir eigentlich für alle Produkte im Augenblick, da mag Workspace als ganz neues Produkt eine Ausnahme bilden, aber auch da gibt es eigentlich langfristig die Planung, das On-Premise zu bringen. Also für alle Produkte, die wir heute im Portfolio haben, gibt es immer eine Cloud-Variante und eine On-Premise-Variante. Und da ist jetzt Verse halt im Dezember dazugekommen. Dass wir Mobilgeräte mit unseren Anwendungen unterstützen, ist inzwischen etwas, was man nicht dringend erwähnen muss. Man fällt eigentlich nur auf, wenn man es nicht tut. Aber wir machen das halt für alle unsere Produkte, dass wir also native Apps inklusive dem Bereich Mail und Calendaring haben. Das heißt, wir bieten dann eine Alternative zu den nativen Applikationen auf den Mobilgeräten. Und auch da kommen wir dann, denke ich mal, noch im Verlauf drauf. Ja, Flexible Choice meint insbesondere die Wahlfreiheit im Bereich der Clients. Da werden wir gleich noch ein Bild zu sehen. Insofern kann ich das dann da nochmal ein bisschen vertiefen an der Stelle. Und das zeigt so ein bisschen, was wir heute eben als Bring Your Own Client bezeichnen oder eben was in dem Schaubild davor als Flexibilität bezeichnet war, dass wir halt heute ein ganzes Portfolio an Produkten unterstützen, die als Frontend auf den Domino-Server zugreifen können. Da ist zum einen halt der Klassiker, das ist der Rich Client Nodes, der eben auf der Eclipse-Basis positioniert ist. Dann kann man halt auch mit anderen Clients über Standard-Internet-Protokolle wie POP oder IMAP darauf zugreifen. Connections Mail als Embedded Client innerhalb von Connections. Dann der ganze Mobil-Anbindungsbereich, der über den Traveler halt kommt, wo hinten ran eben iOS- oder Android-Geräte angebunden werden können. Dann gibt es den E-Mail-Bereich, der im Browser im Augenblick von zwei Produkten bedient wird, immer noch von dem iNotes-Client, der auch weiterhin zur Verfügung steht, oder eben vom moderneren Word-Client, der halt langfristig wahrscheinlich den iNotes-Client ablösen wird, aber im Augenblick haben wir den noch und das ist halt eine Alternative, die dazukommt. Und wer in den unteren Bereich auf die Strategie setzt, alles im Browser machen zu wollen, braucht wahrscheinlich auch eine Lösung für seine klassischen Nodes-Domino-Applikationen, also die als Client-Server-Applikationen ausgeprägt sind. Da brauche ich eine Runtime-Umgebung, um Nodes-Applikationen ausführen zu können. Und wenn ich das im Kontext vom Browser machen will, ohne den Rich Client, dann kann ich eben den IBM Client Application Access einsetzen. Das ist letztendlich eine technische Abwandlung des Basic Clients, der halt in einer Form delivered wird, dass er halt im Kontext von Verse arbeiten kann, sodass ich mit Verse und dem IK Client eine gemeinsame Kombination habe, mit dem ich halt die alte Applikationswelt und die neue E-Mail-Welt zusammenbringen kann. Was jetzt hier sinngemäß noch fehlt, ist, dass man eben für die Applikationswelt natürlich auf X-Pages setzen kann. Das bedeutet aber, dass ich eine Anwendungsmodernisierung durchführe und eben nicht mehr mit der klassischen Notes-Anwendung arbeiten kann. Aber das kann man halt letztendlich frei entscheiden und ist eben eine Sache, die an seiner eigenen Applikationsplanung hängt. Eine gern diskutierte Frage und die auch immer wieder durch interessierte Journalisten, aber auch durch den Wettbewerb natürlich so ein bisschen forciert wird, um Unsicherheit in den Markt zu bringen. Immer wieder die Aussage, IBM ist ja eigentlich gar nicht mehr so die Nodes-Domino-Unternehmung und die haben so viele andere Dinge und die machen das gar nicht mehr lange und Verse ist der Beweis, dass ja Nodes tot ist und alle möglichen Dinge, die es da geben mag. Tatsache ist, wir haben gerade erst im letzten Jahr jetzt inzwischen die Support-Aussage für Nodes bis zum Jahre 2021 verlängert und zwar mindestens 2021. Dieses mindestens ist wichtig und wird gerne auch von den entsprechenden Kommentatoren übersehen, dass man unsere
Rechtsabteilung nicht einfach dazu bringt, so etwas bis 2031 aufzuschreiben, liegt an vielen Dingen, die nichts mit unserem Produkt zu tun haben, sondern einfach an bestimmten Policies der IBM, dass wir auch eben nicht für die Ewigkeit bestimmte Sachen zusagen. Aber 2021 ist eine Aussage, die bei vielen Produkten in der Industrie wahrscheinlich eher nicht so einfach zu finden ist. Und es ist ein klares Commitment von uns zur Nodes Client. Die Domino-Plattform ist genauso lange gesichert, aber ist sowieso nicht das Thema, weil Domino ist unsere Produktionsplattform, auf dem unsere Cloud-Messaging-Systeme laufen. Also nicht nur die der IBM für IBM-Mitarbeiter, sondern auch die für Hunderttausende und Millionen von Kunden, die halt über unsere Cloud-Data-Center bedient werden. Und wir haben keine Not, irgendein neues System zu entwickeln. Insofern werden wir da an Domino festhalten. Wir haben gerade ja auch für Outlook-Anwender, die auf unsere Cloud-Data-Center zugreifen wollen, halt den Outlook-Access ja auch freigeschaltet. Auch der greift aber hinten raus auf ein Domino-System zu. Und von daher, wir stehen hinter dem Produkt, wir entwickeln es weiter, wir pflegen es. Es gibt eine Änderung in der Art und Weise, wie wir das tun, da komme ich gleich zu, aber wir sind weiterhin da unterwegs. Und aus wirtschaftlichem Grund heraus argumentiert, das macht auch kaufmännisch Sinn für uns. Das kommt noch dazu. Ja, und das ist im Augenblick das, was wir also so auch nach außen kommunizieren. Das hatten wir gesagt, bis 2021 und weiter. Das, was sich ändern wird, ist, dass wir die Auslieferung der Pflegevarianten verändern. Es wird also in Zukunft keine reinen Fixpacks mehr geben, sondern wir werden ein Paket haben, das sich zusammensetzt aus den Fixes, die über den PMR-Prozess entstehen, plus neuen Feature, die in diese jeweiligen Fixpacks hineinkommen. Und dann ist konsequenterweise auch die Benennung geändert worden. Das heißt, aus den Fixpacks wurden Feature-Packs. Und da werden wir jetzt in diesem Jahr als erstes das Paket 8 erleben. Der Vorteil für uns, und ich hoffe dann rückschließend auch für unsere Kunden, ist, dass wir Neuerungen in kleinen Schritten einführen können. Das heißt, wir machen nicht mehr wie früher diese Riesenplanung, wo wir dann sagen, in 18 Monaten wird es ein neues Release geben, das wird folgende Feature enthalten. Und dann entwickeln wir im Hintergrund und irgendwann gibt es dann ein Beta, ein geschlossenes, dann ein offenes Beta und dann wird das irgendwie deployed. Dann warten die Kunden auf die 0.1-Version, weil sie sagen, die 0-Version war noch nie fehlerfrei. Und dann kommt irgendwann halt mal das Deployment und bei großen Kunden heißt das dann, wenn wir ein Main-Release rausbringen, dass auch schon mal 3 Jahre vergehen können, bis dieses Main-Release dann endlich installiert ist. Dieses ganze Verfahren ist heute nicht mehr zeitgemäß. Sowohl auf der Kundenseite wird mehr Flexibilität gewünscht, was so die Zurverfügungstellung von neuen Features angeht. Auf der anderen Seite ändern sich auf der Development-Seite die Prozesse in agile Formen. Das heißt, es werden sehr viel schneller neue Feature produziert und zur Verfügung gestellt. Und im Rahmen vom Cloud-Offering können wir das halt auch dann mit DevOps-Prozessen halt schnell zur Verfügung stellen. Um dieses schnell zur Verfügung stellen auch auf der On-Premise-Seite zu realisieren, haben wir gesagt, gut, dann wandeln wir halt auch dort die Auslieferung von neuen Features um, indem wir halt kleinere Anzahlen von Features immer in diese Feature-Packs packen und stellen zur Verfügung. Und das Ganze wird halt nicht über ein neues Main-Release definiert, sondern 9.0.1 ist halt das letzte Release, das wir pflegen, also das den Release-Stand angibt und dahinter kommen dann halt Weiterzählungen in Form von Feature-Packs. Das ist inzwischen auch ein Industrietrend, der ist nicht von uns erfunden worden. Von Apple kennen Sie das schon unheimlich lange fürs Betriebssystem. Auf dem Mac gibt es immer nur entsprechend neue Stände des eigentlichen Hauptproduktes, das macOS 10. Bei Windows 10 ist es ähnlich. Windows 10 wird die letzte offizielle Version sein, nach jetziger Aussage von Microsoft. Das wird halt nur weiterpflegen und partielle Updates für die Plattform geben. Bei uns kennen Sie es schon beim Traveler. Da ist es schon lange Zeit so, dass Sie halt über Feature Packs nicht nur Fixe bekommen, sondern eben auch immer wieder Verbesserungen oder Erweiterungen der Funktion,
Das hat insbesondere bei dem Traveler natürlich den Grund, dass wir damit schneller auf die Endgeräteveränderungen reagieren können. Also das finden Sie auch in der gleichen Form in Zukunft für Burst Notes und Domino. Und das werden wir halt dann jetzt zyklisch so ungefähr dreimal im Jahr sehen. Das ist im Augenblick die Planung, die wir haben. Es wird nicht ganz ein Vierteljahreszyklus sein, aber die Idee ist, ungefähr 3 Feature Packs rauszubringen, nach jetzigem Kenntnisstand. Ja, und das hatte ich gerade jetzt schon auf der Tonspur so ein bisschen gesagt. Da gibt es nichts mehr zu sagen, von daher können Sie das auch in Ruhe nochmal hinterher nachlesen. Das Ganze wird halt auch in allen unseren Clients dadurch unterstützt, dass wir auch eine hohe Integration zwischen den einzelnen Produkten haben. Das ist vielleicht auch ein Punkt, der durch die Feature Packs wesentlich besser unterstützt werden kann, sodass wir halt immer die APIs, die wir aus den einzelnen Produkten untereinander zur Verfügung stellen und auch offen nach außen legen, dass die halt dazu genutzt werden, um auch unsere Produkte immer stärker von Release zu Release untereinander einzubinden. Eine der stärksten Einbindungen, die wir haben, da kommen wir gleich noch zu, ist die Verheiratung zwischen Verse und Connections. Da gibt es gleich mal irgendwann ein Bild, wo drauf steht, dass also Verse ohne Connections eigentlich keinen Spaß macht. Das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Aber wenn Sie sich die Files-Funktionalität angucken, dann kann ich die halt sowohl aus dem Verse-Client nutzen, aber über das Sideshare-Widget auch genauso gut aus Notes heraus. Oder ich kann halt Activities aus der Node-Sideshelf benutzen oder eben aus dem Browser. Also da gibt es eine tiefe Verzahnung innerhalb der Produkte und wir werden also in Zukunft gerade über diese sogenannte API-Economy noch viel mehr Technologien sehen, wo wir keine harte Integration durch das Hineinprogrammieren bekommen, sondern über die Integration durch API-Aufrufe, teilweise und meistens durch die REST-Technologie ausgeprägt, wo sich halt Systeme untereinander unterhalten, um Daten auszutauschen, gegenseitig zu nutzen. Das hatte ich gerade gesagt, dass wir den ganzen Prozess der Feature Packs hier als kontinuierliche Verbesserungen beschrieben halt aufbauen werden. Und die Beispiele habe ich unten auch genannt. Und hier ist also dann das erste Feature Pack, das wir mit 8 auf den Markt bringen werden. Nochmal ganz allgemein zur Plattform- und Release-Planung. Der offizielle Support für Domino 8.5 CodeStream endet jetzt am 30.09.2018. Und von daher, wer also noch auf 8.5 ist, sollte im Node-Switch-Client-Bereich auf den Social-Client gehen, also auf den Node-9er-Client. Und der wird halt mindestens bis 2021 da sein. Und was sich allerdings ändert mit der Einführung der Feature-Packs, ist, dass Sie eine aktive Software-Wartung benötigen, um an die Downloads von Updates und Fixes, also an die Feature-Packs, heranzukommen. Der reine Fix-Pack-Zugriff ist nicht mehr möglich. Und ich brauche halt eine aktive Softwarewartung. Auch da unterscheiden wir uns im Wesentlichen nicht mehr von der Industrie, die das so einführt. Ja, es gibt eine Liste von Dingen, die wir dann tun werden, wobei es dann immer in den Feature Packs eine definierte Liste von Features gibt, die halt mit dem Feature Pack rauskommen. Und es gibt noch für die einzelnen Feature Packs, das ist insbesondere in der Betrachtung der Zukunft so, dass wir dann Kandidatenfunktionen haben, die halt noch nicht fest in dem Feature Pack versprochen werden, sondern wollen wir sagen, die sind in Prüfung. Das ist also auch so ein dynamischer Prozess, der ein bisschen anhergeht mit den Fähigkeiten, die das Development von der reinen Mannzahl hat, irgendetwas zu liefern, bis hin zu Marktnachfragen. Wenn bestimmte Dinge stärker nachgefragt werden, haben die halt die Wahrscheinlichkeit, dass die halt eher als Feature in das entsprechende Feature-Pack hineinkommen. Das ist auf jeden Fall das, was wir im Augenblick vorhaben. Das haben Sie teilweise so leider schon längere Zeit auf entsprechenden Ankündigungsfolien
auch in der Vergangenheit gesehen, leider deswegen, weil wir es halt dann nicht umgesetzt haben. Wir haben immer auf dieses Release 9.02 oder eventuell 10 gewartet, wo viele Dinge hineinkommen sollten. Und erst mit dem Umbruch zum Feature Pack haben wir halt da jetzt eine Linie reingebracht, sodass wir also diese Dinge auch in Zukunft bekommen werden. Wobei das ist, soweit ich weiß, ein Kandidat, der ist nicht in dem Feature Pack 8 drin, sondern das wird, meine ich, später kommen. Wobei teilweise diese Funktionsverbesserungen, die wir insbesondere im Notes Client haben, auch Veränderungen in den Templates mit sich bringen. Die Templates werden allerdings in einem getrennten Prozess zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir werden die Templates nicht in die Feature Packs packen, sondern es wird einen eigenen Download-Bereich für die Templates geben, soweit sie verändert werden. Das heißt, es wird im Rahmen der Pflege immer dann ein neues Template geben, wenn wir Funktionalitäten im Notes-Client angepasst oder neu hineingebracht haben, die halt von den Templates realisiert werden müssen. Und dann wird es halt einen zweiten Bereich geben, wo Sie dann einzelne Templates oder Template-Pakete nachladen können. Die sind immer analog, werden die zur Verfügung gestellt zu den Feature-Packs, aber sind nicht im Feature-Pack drin. Das einfach nur für den Hintergrund. Das heißt, wenn Sie dann in Zukunft Veränderungen, Verbesserungen im Notes-Client haben, dann mag es sein, dass Sie auch noch ein Template-Pack dazu laden müssen. Eine so eine Geschichte, die ich jetzt gesehen habe, ist, wir werden ein paar neue Ad-Functions zum Beispiel bekommen. Da denke ich mal, wird an einer anderen Stelle auch dann in irgendwelchen Templates genau diese Ad-Function-Funktion genutzt werden. Dann wird man halt dann die entsprechenden beiden Downloads benötigen. Hier ist, denke ich mal, jetzt, das können Sie selber nachlesen. Wichtig ist, vermute ich mal, für viele, dass wir eben im Bereich Java 8 oder im Bereich Java halt die Version verändern werden. Das gleiche gilt übrigens auch für den Development Client. Auch da werden wir das darunterliegende Eclipse auf eine neue Version heben. Und das sind jetzt hier die entsprechenden Feature-Kandidaten, die wir also für 9 und 10 dann insbesondere hier noch definiert haben. Und da sehen Sie jetzt hier das, was gerade auf der Liste stand für die Anwendung von Regeln auf existierende E-Mails. Das ist jetzt im Augenblick also der Kandidat für das Feature Pack 9, das für Q2 2017 geplant ist. Wobei ich vermute, das meint das Ende Q2, weil wir liefern auch dieses hier, das Feature Pack 8, Ende Q1 aus. Und so wird das halt dann entsprechend durchs Jahr sich fortsetzen. Und Sie sehen hier schon, und Sie können auch fühlen, dass das halt eine andere Art der Pflege ist, als wir in der Vergangenheit hatten. Früher hätten Sie bei einem neuen Main-Release das hier als lange Liste von geplanten Features gesehen. Und dann wären kurz vor dem Release dann bestimmte Dinge rausgeflogen, weil das Development sie nicht realisieren konnte oder weil die Zeit zu knapp war, was auch immer. Und das wird jetzt besser, dadurch, dass wir eben das Paket kleiner machen, ist halt auch die Arbeit besser zu definieren, dass der ganze Entwicklungsprozess ist geschmeidiger und passt auch dann zu dem, was wir heute insbesondere bereits im Development für die Cloud machen. Und die ganze Entwicklungsorganisation bei uns ist halt auf dieses System angepasst und von daher bin ich da guten Mutes, dass das so funktionieren wird. Auch der Domino-Server bekommt entsprechende Verbesserungen. Das ist natürlich nicht ganz so schwierig vom Deployment, weil man halt eine übersichtliche Anzahl von Servern mit entsprechender Wartung verseht. Ich denke mal, für viele Admins ist es auch vollkommen normal, dass er seine Serverplattform, also jetzt nicht Domino alleine, sondern grundsätzlich alle Serverplattformen in irgendeiner Form regelmäßig warten muss, sei es nun die entsprechenden Packs, die es von Microsoft gibt oder die Linux Packs, die ich regelmäßig habe, damit halt sowohl Security als auch Funktionsupdates realisiert werden können. Und das wird halt beim Domino-Server genauso sein. Was ich interessant finde, weil es tatsächlich dann auch einen großen Funktionsveränderung mit sich bringt, ist, dass wir halt die Database-Use-Index aus der NSF auslagern und damit halt die Größenbeschränkung, die wir in dem Adressbereich haben, relativieren und wir halt einen großen Teil des Volumens aus der NSF rausbekommen. Und ich
diese NIF-Files, Nodes Index-Files, halt auf einem anderen Laufwerk, einem schnellen Laufwerk, an LAN oder eben auf derselben Maschine haben kann. Aber ich brauche zum Beispiel für das Backup nur noch die Netto-Daten zu sichern, also die reinen Nutzdaten, die in NSF sind, muss ich in das Backup einbeziehen, weil die NIF-Files kann ich halt immer wieder aus der NSF erstellen. Dementsprechend bringt das sowohl bei der Größe Verbesserungen als auch bei der Geschwindigkeit oder bei der Dauer des Backups, das ich halt von dem NSF machen muss. Für die Programmierer interessant, wir werden in Zukunft eine Möglichkeit haben, ein oder mehrere Views permanent aktualisiert im vorzuhalten. Ich brauche also nicht diesen Refresh-Button oder dieses Icon zu drücken, damit sich also eine Aktualisierung auf der View ergibt. Das ist gerade bei Views, die für Berechnungen permanent aktualisiert werden müssen, ein nettes Feature. Dieses nette Feature hat allerdings auch Last auf dem Server zur Folge, deswegen ist es jetzt keine gute Idee, aus jeder View, die ich in einer Anwendung habe, einen solchen automatisch berechneten Live-View-Refresh zu machen. Und man kann das halt nutzen, aber eben nicht zu viel. Gut, da unten sind dann noch Feinheiten, die ich jetzt nicht im Einzelnen angehe. Sie werden das halt im Rahmen der Feature-Packs im Laufe des Jahres sehen und dann entsprechend bekommen. Hier noch das Gleiche für den Designer. Da ist für uns der größte Schritt, dass wir halt den Designer sehr eng auch an das Bluemix-System gekoppelt haben, wenn man das möchte, und dass ich dann halt über Bluemix meine X-Pages-Entwicklung betreiben kann und eben das Bluemix-Environment nutzen kann, um X-Pages dort laufen zu lassen. Insbesondere auch dann, wenn ich halt weitere Services aus dem Bluemix-Kosmos nutzen möchte. Die Nutzung von X-Pages auf Bluemix alleine mag aus Security-Gründen ein Thema sein, weil ich dann meinen Access-Layer, der über X-Pages läuft, halt auf eine andere Data-Center-Instanz auslagere und die X-Page dann halt gesichert über ein NRPC-Protokoll mit den Datenservern auf Domino kommuniziert. Diese Datenbank-Layer können dann bei Ihnen im Unternehmen liegen, können aber auch auf einer anderen Cloud-Instanz liegen. Also unter Security-Gesichtspunkten mag das Sinn machen. Vielleicht auch unter Pflegegesichtspunkten, weil halt die X-Pages-Varianten, die wir in Bluemix vorhalten, von unserem Labor gewartet werden. Das heißt, Sie immer davon ausgehen können, die absolut neuesten und durch uns auch kontrollierten Versionen von X-Pages auf Bluemix zu finden. Spannend wird das Ganze dann, wenn ich halt die X-Pages-Anwendungen benutzen möchte, um auch auf andere Systeme zuzugreifen, die ich im Kontext von meinen Domino-Daten nutzen möchte. Und da sei ein Beispiel erwähnt, das heißt Watson, also alles das, was wir unter dem Bereich kognitive Software bzw. Augmented Intelligence, also unterstützende KI-Systeme zur Verfügung stellen, wird ja programmatisch von uns über Bluemix zur Verfügung gestellt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Übersetzungsdienst, den ich über Watson bekommen kann und der über Bluemix zur Verfügung gestellt wird, für meine Notes-Applikation nutzen möchte, weil ich zum Beispiel bei einer Anwendung zwar die Masken automatisiert für andere Sprachen anpassen kann, da wird ja der Inhalt nicht angepasst. Da wäre zum Beispiel zu sagen, okay, ich schalte jetzt die Maske um auf Italienisch, dann steht da aber immer noch zum Beispiel ein deutscher Kommentar drin. Wenn ich jetzt möchte, dass es aber für das Kommentarfeld eine Rohübersetzung gibt, dann kann ich halt im Hintergrund einen entsprechenden Bluemix-Dienst nutzen, der dann eine Rohübersetzung dieses Kommentarfeldes Italienisch vornimmt. Dann habe ich nicht nur die Maske in einer anderen Sprache, sondern halt auch den Content. Anderes Beispiel, anderer Bereich. Sie wissen vielleicht, dass IBM auch eine eigene Wetterfirma hat. Wir machen nicht das Wetter, aber wir analysieren es dadurch und können halt auch sowohl Forecast als auch historische Wetterdaten für Anwendung zur Verfügung stellen. Also immer dann, wenn Sie eine Applikation haben oder ein Thema haben, das wettersensitiv ist, und da gibt es mehr, als man sich vorstellen kann, wie ich immer wieder feststelle, dann kann ich halt
auf diese Wetterdaten über Bloomix zugreifen. Das ist also ein Punkt, den mir die Integration des Dongle Designers mit Bloomix wesentlich vereinfacht, weil ich halt in meinem gewohnten Werkzeug weiter arbeite, im Designer, aber eben zum Beispiel das Code, die Codeübergabe in Bloomix direkt aus dem Designer entsprechend unterstützt werden. Dann kommen Dinge, die eher tieftechnisch sind, dass wir also API-Access auch auf den ID-Vault zulassen werden. Dann eben, das war schon eine Funktion, die aus den X-Switches kommt und bekannt war, die Möglichkeit, auch auf andere relationale Quellen zuzugreifen. Daneben gibt es noch ein paar Möglichkeiten, die wir vielleicht dann in Zukunft nochmal diskutieren werden, was so die Möglichkeiten des Zugriffs via JSON-Daten oder Domino-Daten via JSON abzugreifen, die auch da nochmal erweitert wurden. Gut, und dann werden halt Komponenten abgedatet, auch hier wieder das Java 8, Dojo, Bootstrap, der C-Key-Editor und andere Dinge, die halt dann im Rahmen dieses kontinuierlichen Verbesserungsprozesses über die Feature-Tags abgewickelt werden. So, kommen wir zum Thema Verse und Premise. Zugesagt für Ende 2016. Wir haben es dann irgendwann Mitte Dezember released. Und das ist im Wesentlichen dem Thema geschuldet, dass wir bei den architektonischen Prüfungen festgestellt haben, dass das Kernfeature der facettierten Suche, also die Möglichkeit, eine Suche auf die Gesamtmenge meines E-Mails loszulassen und in der Treffermenge weitere Untersuchprozesse durchzuführen. Also ich suche meinetwegen nach dem Begriff, keine Ahnung, Hausbau in meinem E-Mail-Haufen. Und dann bekomme ich eine Treffermenge von 100 Dokumenten. Dann möchte ich aber gerne was zum Keller wissen. Dann kann ich innerhalb der Treffermenge Hausbau sagen, der nächste Suchbegriff ist Keller. Dann werden alle Dokumente, die gefunden wurden, halt nach diesem zweiten Begriff durchflöht. Und dann wird die Treffermenge halt angezeigt, die beiden Kriterien entspricht. Das bezeichnet man als facettierte Suche. Und das machen wir in der Cloud im Hintergrund mit Apache Solr. Das ist ein relativ mächtiges Paket, braucht aber auch entsprechende Hardware und Skill, um das Ganze zu verwalten. Und gerade eben so die Ansprüche an Hardware als auch an einem weiteren Skill, den man vielleicht braucht, um das Ganze zu warten, zu pflegen, aufzusetzen oder auch anzuprogrammieren, das ist dann bei uns in der Architekturdiskussion irgendwann mal entschieden worden, dass es vielleicht einen besseren Weg geben könnte für die On-Premise-Variante oder einen anderen Weg. Besser ist vielleicht falsch, einen anderen Weg, um das Gleiche zu erreichen. Wer da den Hintergrund einmal lesen möchte, ich beende mal ganz kurz hier meine Präsentation und wechsle mal zu einem Blog-Eintrag. Ich hoffe, Sie sehen jetzt alle eine Seite, die von dem Stefan Wiesel gepflegt wird und Wieselnet heißt. Und die offizielle Überschrift dieses Blogposts heißt The Totally Inofficial Guide to Verse On-Premise. Und da ist so ein bisschen die Hintergrundstory erklärt, warum wir es gemacht haben und wie wir es gemacht haben. Und wer also ein bisschen Background bekommen möchte, wie unsere Suche im Hintergrund funktioniert, der sei auf diesen Artikel verwiesen. Der Stefan erklärt das ziemlich genau, was wir dort getan haben. Und man bekommt ein Verständnis dafür, was funktioniert und wie wir es auch funktionsfähig gemacht haben. Da gibt es dann entsprechend auch die Links auf die offiziellen Installations- und Konfigurationsseiten. Wer da also etwas mal tieferen Background haben will, sei hierauf verwiesen. Wir halten das jetzt nicht unter den Tisch. Also es ist zwar interessante Technik, aber nichts, was wir geheim halten. Und von daher... Ich stelle den Link dann hinter über die AgentBest zur Verfügung. Jetzt muss ich wieder in meine Webkonferenz zurück und zu meiner Datei. Gut, also wir haben es geschafft, dieses Feature, das eben eines der Kernfeature und auch mehrfach genutzt innerhalb von Verse Client ist, dann zu realisieren, sodass sie letztendlich halt auch
in der gewohnten Art und Weise, wie wir Domino pflegen, also nicht mit einem riesen Aufwand an zusätzlichen Servern, sondern einfach nur eine weitere Maschine im Zweifel, die halt Verse bedient, ähnlich wie sie es für Traveler heute haben, oder vielleicht sogar auf der gleichen Maschine mitläuft. Wichtig war für uns, dass wir sowohl für die On-Premise-Variante als auch für die Cloud-Variante keine eigene Codebase entstehen lassen, sondern dass der Teil, der nicht mit der Suche zu tun hat, also UI-Funktionen und andere Dinge, natürlich mit demselben Code laufen, den wir auch in der Cloud haben, sodass wir also nicht in Zukunft da zwei verschiedene Code-Streams entwickeln müssen. Das ist aber entsprechend gelungen, indem man die Aufrufe, die wir halt für die verschiedenen Funktionalitäten haben, so gebaut hat, dass sie sowohl in der On-Premise-Seite als auch in der Cloud-Seite entsprechend funktionieren. Und was natürlich dann genauso geht, sind die Zugriffe, die Verse in Richtung Connections macht und da die entsprechende API nutzt. Aber das war technisch, denke ich mal, nicht vergleichbar mit dem Aufwand, den wir für die Suche treiben müssen. Ja, Verse, Nodes, Domino entwickelt sich weiter. Das, was wir in Zukunft noch mehr sehen werden, da werde ich Ihnen nachher so ein bisschen die Vision zeigen, ist, dass wir in Richtung eines kognitiven Clients auch weiterentwickeln wollen. Das heißt, ein digitaler Assistent soll an einigen Stellen halt automatisiert unterstützen und mich auf Dinge hinweisen oder bei bestimmten Prozessen helfen, die ich vielleicht auch selber machen könnte, aber die eben so, ich sag mal, durch Augmented Intelligence unterstützt werden können, dass sie halt auch eine digitale Assistenz zur Verfügung stellen kann. Das Ganze wird immer in der Cloud funktionieren und es wird im Wesentlichen so auch in der On-Premise-Variante funktionieren. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass da bestimmte Funktionalitäten, aber auch Mischformen da sind. Das heißt, dass sie durchaus Funktionalität on-premise ausführen, aber zum Beispiel bestimmte Dienste, die zum Beispiel aus dem kognitiven Bereich kommen, sich über die Cloud in ihre Applikationslandschaft einbinden, weil ein Watson-System ist nicht gerade das, was man schmal auf mal drei Rechnern installiert. Dementsprechend kann es sein, dass ich zwar die Funktionalität haben möchte, aber natürlich nicht das Investment in so einen riesen Hardware-Schrank treiben will und die entsprechenden Software pflegen für Watson vornehmen möchte und dementsprechend halt eher sagt, gut, diesen Service hole ich mir speziell dazu, weil den kann ich halt aus der Cloud preisgünstig bekommen und verheirate den mit meinen On-Premise-Applikationen. Das hatten wir schon. Gucken wir uns nochmal ein bisschen was an. Was waren für uns die Hintergedanken oder die Zielbilder, die wir hatten, als wir das entwickelt haben? Es läuft ein E-Mail-System, das eben in der Cloud läuft, aber eben auch on-premise und das IBM Analytics nutzt und stärker nutzen wird in Zukunft. Da komme ich gleich noch ein bisschen zu. Wichtig war, bei der Oberflächengestaltung von Verse haben wir sehr stark auf die Design Thinking Methode gesetzt, die im Hintergrund in Zukunft immer ein Entwicklungsleitfaden darstellen wird für die Entwicklung unserer Client-Software. Ein solches Output aus dieser Vorgabe war zum Beispiel, dass in Verse eine Aktion mit maximal zwei Klicks abgeschlossen werden kann oder muss im selben Kontext. Das heißt, wenn ich irgendwas machen möchte, sehe ich sofort ein Icon, kann das anklicken, irgendwas passiert, was ich möchte, und schließt den Prozess ab. Es kommt also jetzt nicht noch ein Untermenü und dann kommt endlich das, was ich machen möchte, sondern ich kann das direkt in dem Kontext des Bildes machen, das ich will. Wenn es komplizierter ist, geht eher ein neuer Kontext auf und ich habe in dem Kontext dann, also meinetwegen in einem E-Mail, das ich gerade schreiben möchte, kommt dann erst der Button, der es mir erlaubt, ein Attachment zu lösen oder in einen Online-Store wegzuspeichern. Das kommt dann nicht sofort auf der View-Ebene, weil es da vielleicht zwei, drei Klicks mehr gewesen wären. Solche Dinge versuchen wir einzuhalten, haben wir bis jetzt auch geschafft. Dementsprechend wird oft der erfahrene Notes-Benutzer sagen, wenn er Notes mit Verse vergleicht, dass er in seinem Notes mehr
Funktionalität sieht und mehr machen kann. Und das wird auch teilweise stimmen, weil wir halt in Notes dann auf der zweiten Menüebene irgendetwas machen, was in dem Template möglich ist. Das konnten wir so oder haben wir so im Verse noch nicht realisiert. Wir haben auch ein paar Dinge im Verse gar nicht realisiert. Zum Beispiel gibt es keine To-Do-Verwaltung im Verse, sondern das haben wir an der Stelle anders gelöst, indem wir halt mit Wiedervorlagen arbeiten. Ja, und ein anderer Punkt ist, dass wir halt E-Mail nicht als das allein Glücklichmachende sehen. Natürlich wird E-Mail weiterhin, ob gewollt oder nicht gewollt, ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeitsplätze sein. Bei einigen von uns vielleicht so umfänglich, dass er mehr oder weniger 60% seiner Arbeitszeit im E-Mail verbringt, weil alle seine Arbeit damit zu tun hat, irgendwelche Prozesse auszulösen, irgendwelche Fragen zu beantworten und andere Dinge. Da, wo wir früher telefoniert haben, wird ja heute oft ein E-Mail genutzt oder das Ganze verschiebt sich inzwischen in die Bereiche der Realtime-Kommunikation. So, wobei Sie alle wissen, wenn Sie mit E-Mails und Dateien arbeiten, haben Sie eigentlich schon verloren im Augenblick, wo Sie eine Datei weggeschickt haben, die in irgendeiner Form weitergepflegt werden soll. Weil dann entwickeln sich wunderschöne Kaskaden von Antwort-E-Mails mit verschiedenen Versionen von irgendwelchen Excel-Files und anderen Dingen. Und da ist natürlich halt wesentlich besser, ich arbeite mit einer gesharten Variante eines solchen Spreadsheets und werde bestenfalls über das E-Mail noch informiert, dass es da ein Update gegeben hat. Aber es gibt nur einen zentralen Punkt, wo die Daten liegen. Und das meint hier dieses von Me to We, dass wir also diese beiden Welten verschränken, die zwischen E-Mail und der Zusammenarbeitskomponente, die im Wesentlichen aus Connections kommt, die aber auch aus Notes-Applikationen kommen kann. Das will ich jetzt nicht negieren, sondern ich denke mal, beide Welten haben da ihren entsprechenden Bestand und das kann ich halt hier dann verbinden. Und damit Verse zum Beispiel auch mit alten Notes-Applikationen kann, also wenn ein Doclink oder eine Embedded Form kommt, dann soll Verse ja wissen, wenn ich da irgendwie reinklicke, dass da jetzt bitte ein Notes-Programm aufgehen muss. Dann würde zum Beispiel der IK-Client im Kontext von solchen Applikationen aufgehen, dass dann kein Rich-Client da ist. Das heißt, da ist auch die sichtbare Notwendigkeit, warum ich eben mit IK arbeiten kann und muss, wenn ich halt mit alten Notes-Applikationen arbeite. Aber Verse schließt jetzt die Benutzung von alten Notes-Applikationen nicht automatisch aus. Das Ganze sieht dann so aus. Ich hoffe, Sie haben es schon mal irgendwann gesehen. Hier oben, also in der Kopfleiste zunächst mal diese Elemente, die wir hier haben mit der Personenleiste. Das sind Informationen, die aus dem Profiles von Connections kommen. Hier nochmal der Hinweis, so Sie es nicht wissen, mit der laufenden Wartung, die ja eh Sinn macht, wenn Sie sich mit den Feature Packs versorgen wollen, sind Sie sowohl für Notes als auch für Verse entitled, also haben die Berechtigung, die lizenzrechtliche Benutzung für Profiles und für Files. Das heißt also, Ihre Notes-Lizenz inkludiert diese beiden Dienste, die eigentlich aus Connection stammen, ein, sodass ich sie halt auch, was sinnhaft ist, gerade im Bereich von Verse, auch mitbenutzen kann. Also die Profiles, wenn ich sie dann installiert habe, stellen mir diese Information zur Verfügung. Wenn ich hier draufklicke, kommt dann hier auch nochmal so eine Corona von weiteren Icons, wo ich zum Beispiel direkt ein Mail an die Dame schicken kann oder wenn Sametime aktiv ist, dann mit ihr chatten kann und andere Dinge. Diese Personen hier oben, ne, die hier ohne den Strich, also hinter dem Strich ist anders, die hier werden automatisiert über Analytics gefunden. Das heißt, im Hintergrund läuft ein Analyseprozess, der mein Kommunikationsverhalten insofern auswertet, als er mir sagt, mit dieser Person hast du im Augenblick unheimlich viel Kommunikationsaustausch und die werden automatisch vorgeschlagen. Also da passiert jetzt nichts Weltbewegendes im Sinne von, da wird was ausgeforscht, sondern da werden einfach nur nachgucken, mit wem hast du viel E-Mails oder Chats ausgetauscht, die halt im Hintergrund gespeichert sind, dann werden die vorgeschlagen. Hier ist so ein kleiner grauer Strich, ich hoffe, Sie sehen den. Diese Personen habe ich händisch hinzugefügt. Das heißt, ich kann unabhängig davon, wie oft ich mit denen kommuniziere, sage, ich möchte hier auf jeden Fall einen Schnellzugriff haben. Weil was sich hinter dem Bild verbirgt, und das ist letztendlich auch wieder mit der Search Engine verkoppelt, ich kann auf das Bild klicken und dann setzt sich im Prinzip
ein solcher Filter, nämlich der Filter der Person hier rein. Und hier unten werden dann die Bilder oder die Mails angezeigt, die halt von der Person kommen. Der rote Indikator hier oben heißt übrigens, hier ist ein neues Mail von der Person. Ich hatte gerade gesagt, wir haben keine Aufgabenverwaltung mehr. Was wir in Zukunft haben, ist, ich kann mit einem Klick hier ein solches Mail für die Wiedervorlage anklicken und kann sagen, heute, morgen, in nächste Woche oder zu einem bestimmten Termin möchte ich dieses Ding in meiner To-Do-Liste haben. Und dann kann ich die hier oben anklicken und dann werden die entsprechend angezeigt. Und markieren kann ich es eben direkt hier im Dokument, um die in die entsprechende Liste hineinzubekommen. Die facettierte Suche könnte ich jetzt weitertreiben. Das heißt, ich könnte jetzt hier für die Person, die ich hier im ersten Schritt für die Facettierung genutzt habe, könnte ich jetzt entweder weitere Suchbegriffe eingeben oder ich kann Schnellfacettierung nutzen. Alle E-Mails dieser Person, die einen Anhang haben. Alle E-Mails dieser Person, die einen Link enthalten. Oder eben auch noch Filterungen nach Wochen oder nach einer Zeitkomponente. Das heißt, ich kann hier auch sagen, ich möchte eine Betrachtung haben, was ich diese Woche, letzten Monat von dieser Person bekommen habe. Auch das geht hier über einen Schnellzugriff. Hier die Möglichkeit, mit Attachments zu arbeiten. Und hier sehen Sie schon ein Outcome unserer Partnerschaft mit anderen Anbietern, wo wir also unsere Schnittstellen offengelegt haben. Sie können halt neben dem von uns gelieferten Files auch externe Dienste nutzen, wie zum Beispiel Box. Box ist eher so in dem Bereich Enterprise Content Management angesiedelt, halt eine sehr starke Komponente, die für das Verarbeiten von Dateien und den entsprechenden Workflows da ist. Wenn ich das einsetze, kann ich eben auch meine Dateianhänge ersetzen durch entsprechende Box-Shares. Ich kann das aber auch genauso gut eben durch Files machen. Das ist eine Frage der Betrachtung, wann bringt Box mir so viel Funktionalität, dass ich das lieber einsetze oder wann nehme ich die im Rahmen meines Entitlements kostenlose Funktionalität, die ich mit Files bekomme. Hier unten ist meine Tagesübersicht. Wenn ich hier mit dem Mouse over drüber gehe, würde hier jetzt so ein Kasten eingeblendet werden, der mir dann zum Beispiel zeigt, was der Termin konkret hat. Ich kann von hier aus auch dann entsprechend die Meetings online starten. Das heißt, wenn das hier ein Online-Termin wäre oder der hier, das ist vielleicht ein bisschen logischer, dann klickt hier halt so mit Mouse over ein Kasten auf. Da drin kann ich sofort die Webkonferenz starten und bleibt im Kontext des Browsers und der startet halt sofort meine entsprechende Konferenz. Das ist jetzt ein erster Blick auf den neuen Kalender, wobei zumindest meiner nicht einen grünen Touch hat, sondern einen blauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier noch an dem Designmuster liegt. Also ich finde das Blau ein bisschen schöner, aber sei es drum. Wichtig ist auf jeden Fall, ich habe heute schon in meiner Version eine Kalender-Inbox. Also ähnlich wie ich meinen Mail-Eingang, habe ich auch meinen Kalendereingang. Das heißt, ich bekomme neue Termine dort angezeigt. Die sind natürlich auch weiterhin irgendwo in meinem Kalender schon bereits eingeblendet. Aber Sie kennen das vielleicht, Sie bekommen eine Einladung, die liegt in 3 Wochen. Wenn Sie auf diese entsprechende Wochenübersicht draufgehen, dann sehen Sie natürlich, da ist ein grau hinterlegter Termin als neu. Aber Sie haben den vielleicht noch gar nicht wahrgenommen und noch nicht darauf reagiert, weil er erst in 3 Wochen ist und Sie gucken nicht täglich in Ihren Kalender, was in 3 Wochen ist. In der Inbox kommt das genauso, wie ich das halt beim Mail gewöhnt bin und kann halt hier dann auch mit den Terminen interagieren. Ich kann sie annehmen und all die Dinge, die man halt gewohnt ist. Heatmap ist eine Übersicht auf Monatsbasis, wo ich hier so ein kleines Fenster eingeblendet bekomme, wo einfach über eine farbliche Intensität dargestellt ist, wie stark der Tag schon belegt ist. Also wenn das jetzt rot hinterlegt würde, dann würde ein schwaches Rot bedeuten, da ist nur ein Termin auf dem Tag. Ein tieferes Rot würde bedeuten, da sind mehrere. Und ein starkes Rot, der Tag ist voll mit Terminen zum Beispiel. Also wenn ich mal 2 Tage brauche, wo ich nichts vorhab, dann gucke ich auf die Heatmap und dann sehe ich halt, dass das wieder belegt ist. Delegationsfunktionen kommen dazu, das ist, denke ich mal, selbsterklärend. Und was wir eben, das ist noch nicht drin, das ist jetzt Planung, kognitive Unterstützung, dass ich also den digitalen Assistenten dafür benutzen kann, bestimmte Dinge anzuzeigen, die im Kalender verborgen sind. Zum Beispiel, ich habe eine Meeting-Einladung verschickt, es fehlen aber von einer Vielzahl der Leute die Reaktionen. Dann würde ich das heute erst dadurch feststellen, dass ich in den Termin hineingehe, show invitee responses, also schau dir bitte an, wie die Teilnehmer reagiert haben und wird dann halt sehen,
wer hat geantwortet, wer hat nicht geantwortet. Das würde mir halt der Digitalassistent anzeigen, indem er mir sagt, hier ist ein von dir organisiertes Meeting und es fehlen 7 Zusagen von 10 Teilnehmern. Parallelisierte Termine, die einfach angezeigt werden und wo ich dann halt auch Vorschläge bekomme, welchen der parallelen Termine ich entsprechend annehmen soll. Das ist jetzt einmal die Übersicht, wie Verse On-Premise in einer großen High-Level-Architektur aussieht. Ich habe hier eben das, was ich vorhin sagte, den Search-Index, der auf Domino basiert und arbeitet und der halt auf einem aktuellen Release 9.0.1 Sixpack 7 plus irgendeinem Interim-Fix, ich glaube 2 oder 3, das ist die letzte Variante, das steht aber auch nochmal in der Doku drin, der halt hier oben drauf aufsetzt. Im Kontext dazu kann ich einen Connection 5.5, CR5 ist das, glaube ich, einsetzen, dass man halt Files und Profile-Funktionalität bietet und die halt über APIs eingebunden werden. Und das wird halt über das Entitlement unterstützt. Und Sie sehen hier nochmal neue Komponenten. Also diese beiden Dinge sind im Prinzip spezifisch für Verse On-Premise dazugekommen und machen letztendlich die On-Premise-Installation aus. Das ist nochmal kurz zusammengefasst zum Nachlesen. Und das ist einfach mal der optische Ausdruck, wie Verse aussehen würde, wenn ich halt Connections nicht dazu nutze. Das kann man tun, macht aber wenig Sinn. Kaufmännisch ist es auch kein Thema. Das haben wir versucht, so einfach wie möglich für die Kunden zu lösen. Dementsprechend unsere Empfehlung, sprechen Sie mit dem Businesspartner Ihres Vertrauens, dass er eben mal sagt, wie man halt Connection Files und Profiles im Kontext ihrer Domain-Installation aktivieren kann, installieren muss, was zu tun ist. Und dann haben sie halt sowohl für Verse als auch natürlich grundsätzlich die Funktionalität von Files und Profiles, also auch in meinem klassischen Notes-Umfeld, so wie ich es brauche. Und sie dürfen die Files-Funktionalität auch nutzen aus den per Connector verbundenen Produkten, also aus dem Microsoft Office oder aus dem Windows File Explorer. Also dieses Entitlement ist an der Stelle nicht beschränkt auf die Nutzung aus unseren Produkten heraus, sondern auch aus den Produkten, die Sie im Office-Bereich zum Beispiel einsetzen. Ja, das ist nochmal so eine Übersicht, wo Files überall hinein arbeiten. Das Verse hatte ich Ihnen hier vorgestellt. Hier ist Notes jetzt nicht spezifisch aufgeführt, funktioniert aber genauso, das heißt die Sideshell. Aber ich kann eben meine Dateien, die ich im Fileshare habe, auch synken, was auch eine wichtige Funktionalität ist, weil ich dann halt auf meinem Tablet zum Beispiel für bestimmte Dateien, das werde ich jetzt nicht mit 1000 Dateien machen, aber vielleicht mit den 10, 20 Dateien, die ich permanent in irgendeiner Bearbeitung habe oder wo ich was dann nachgucken muss, da kann ich die halt auch in so einen Sync hinein einbinden. Ich kann das hier mit MS Office gemeinschaftlich benutzen, indem ich halt direkt aus MS Office halt die Speicherfunktionalität nutzen kann. Ich kann aber auch, wenn ich die Docs-Funktionalität, also einen Online-Editor nutze, auch ein Roundtrip-Editing mit den beiden machen. Also das ist ein großer Punkt, da kann man einen eigenen Vortrag zu halten, was da alles möglich ist. Schauen Sie sich einfach mal die Funktionalität an oder lassen Sie sich von der Agent Basin eine kleine Demo machen dazu. Das Ganze wird zur Verfügung gestellt auf Red Hat Enterprise Linux oder auf Windows-Servern. Im Augenblick sind keine anderen Plattformen geplant für die Auslieferung von Verse On-Premise. Das hat was mit der Marktverbreitung dieser Plattform zu tun und dementsprechend, wer also Verse On-Premise einsetzen will, wird auf absehbare Zeit diese Plattform nutzen müssen. Wir wissen noch nicht, ob es auch weitere Plattformen geben wird. Die kann ich Ihnen heute garantieren. Alles andere ist eine Frage der Zukunft. Dann haben wir hier die Browser. Das sind halt die, die man erwarten darf heute. Und das Ganze wird halt entsprechend über die normalen Auslieferungsprozesse im Download zur Verfügung gestellt. Voraussetzung ist aktive Wartung. Das, was wir in Zukunft tun wollen, das ist so ein bisschen eben der Blick in die Zukunft, ich weise insbesondere auf die obere linke Ecke hin, Vision,
Das heißt also, das ist das, was Sie mit diesen kognitiven Funktionen, den digitalen Assistenten von uns erwarten dürfen. Hier zum Beispiel geht es darum, dass wir konkurrierende Termine haben und dass der digitale Assistent halt Handlungsvorschläge vorschlägt, die aus der Auswertung des vergangenen Verhaltens auch entstanden sind. Also wenn er weiß, ich nehme grundsätzlich einen eigenen Termin an, den ich denn geplant habe, egal ob mir meine oberste Chefin einen parallelen Termin in Form eines Rundrufs reinsetzt, dann lernt das dieser Assistent in irgendeiner Form und wird irgendwann sagen, gut, eigene Termine gehen vor, selbst wenn Frau Rometty einen Broadcast anbietet. Das sind dann so Dinge, die aus dem Watson-Universum kommen, ein Tone-Analyzer, so nennt sich die entsprechende Funktionalität, die wir im Watson anbieten, die ich übrigens nicht nur für E-Mail nutzen kann, die kann ich auch in andere Systeme hineinprogrammieren, aber hier macht das halt Sinn. Und ich kann halt hier zum Beispiel einen insbesondere fremdsprachigen Text darauf analysieren, wie der zum Beispiel von seiner Aussage im Hintergrund, also wie sieht die Wortwahl aus und andere Dinge, da hilft mir halt als nicht nativer Englischsprecher ein solches System zu verstehen, das ist jetzt ein freundlicher Brief, ein eher unfreundlicher Brief, ein sachlicher Brief, was auch immer. Sowas kann man halt darauf loslassen, neben solchen Funktionalitäten, wie ich vorhin schon genannt habe, für die Übersetzung zum Beispiel. Dann etwas, was wir auch in anderen Produkten inzwischen hineinprogrammiert haben, dass es also eine Analyse eines Textes gibt auf bestimmte Dinge, die damit passieren sollen. Also der Analyseteil findet hier raus, hier werden zu Aktionen aufgerufen oder hier sind Fragen definiert. Und dann kann ich halt im Hintergrund Systeme laufen lassen, auf Watson basieren, die zum Beispiel auf Fragen entsprechende Antworten aus den Wiki-Systemen und andere Sachen, die halt für die Analyse zugreifbar sind, dann herausgearbeitet werden. Oder er schlägt halt bei Aktionen, die hier in irgendeiner Form angemahnt werden, bestimmte Dinge vor, die dann passieren sollen. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt kommt. Ich glaube, ja genau. Hier wird also nach einem Termin gefragt, you need to meet with irgendwem. Und dann analysiert das entsprechende Expertensystem, welche beiden Personen da in diesem Meeting halt notwendig sind und macht entsprechende Vorschläge aus den Kalendern heraus. Das sind Dinge, die wir in Zukunft anbieten wollen, aber Sie sehen, welches Ausbaupotenzial Wörth für uns an der Stelle hat. Und das sind auch Dinge, die wir in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr im Notes-Client sehen. Ja, der Andreas Ford fragt gerade, werden diese Analysefunktionen auch in deutschsprachigen Texten funktionieren? Ja, werden sie. Teilweise tun sie das heute schon. Das kommt so ein bisschen auf den Dienst an. Also nach und nach werden wir alles internationalisieren. Da stehen ja verschiedene Analysemethoden hinter. Es gibt ja auch rein zahlenbasierte Analysetools von uns, die im Watson-Bereich zur Verfügung gestellt werden. Die funktionieren natürlich immer, weil da gibt es keine Sprachabhängigkeit. Aber insbesondere da, wo wir Sprachabhängigkeit haben, da werden wir halt im Laufe dieses und wahrscheinlich nächsten Jahres dann halt nach und nach für die Dienste die deutsche Sprache sehen. Das ist nicht ein Dienst, also das ist ein ganzes Konglomerat an Dingen, die wir heute als Watson-Analysedienst zur Verfügung stellen und die ich da halt nutzen kann. Ja, damit bin ich durch. Wenn Sie Fragen haben, dann jetzt gerne. Ich glaube, Sie müssen mit Stern 1, ich meine, Sie sind stumm geschaltet, mit Stern 1 können Sie Ihre Telefonleitung freischalten und dann kann ich halt entsprechend gerne noch das eine oder andere beantworten. Ja, lieber Schulz, erstmal vielen Dank von unserer Seite aus für den informativen Vortrag, den Sie uns gezeigt haben. Ich kann die Anregungen weitergeben. Gibt es Fragen in der Runde? Keine Fragen? Traut sich keiner? Keine Fragen? Wenn da im Nachhinein, also wir stellen, denke ich mal, die Aufzeichnung.